Ja, ich sag wieder herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Ich habe die Firma Marmitek kontaktiert. Vielen Dank an Marmitek für das Produkt. Marmitek hat mir einmal das komplette Set geschickt. Das packen wir gleich gemeinsam aus. Das stelle ich euch einmal vor. Das ist an sich auch ganz cool. Mit dem Teil, was hier drin ist, verbinden, ausprobieren. Ich bin gespannt. Also, schauen wir mal, was drin ist. Ja, dieses Set von Marmitek, Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Marmitek nochmal für dieses Produkt. Es ist jetzt nicht ganz teuer, aber auch nicht ganz günstig, also preislich total angemessen. Link von Amazon ist in der Videobeschreibung, aber Marmitek stellt jetzt auch nicht nur dieses Produkt her, sondern auch viele weitere coole Produkte. Wäre echt cool, vielleicht kann man da ja in Zukunft ja sich mal noch ein bisschen was anderes anschauen. Wir werden das auf jeden Fall jetzt einmal öffnen. Das kommt frisch aus den Niederlanden. Also ein internationales Paket, ihr seht es schon am Aufkleber, und schauen wir einfach mal nach, was denn da alles so drin ist und worum es genau geht. Weil es geht ja einmal darum, um dieses Produkt. So, dann schauen wir mal nach. Schön eingepackt ist es auf jeden Fall. Und cool. Hier sind zwei Produkte drin. Das kriegt ihr halt auch als Set. Und es ist schon mega cool, was ich da jetzt schon so sehe auf den ersten Blick. Wir haben hier zwei Produkte. Das ist einmal die Bell Me. Das ist eine WLAN-Glocke für eine Smart Home Doorbell. Und ich gehe davon aus, nach kurzem Gespräch mit dem Support oder mit dem E-Mail-Kontakt, dass das mit der LSC Smart Connect Smart Doorbell kompatibel ist. Und falls nicht, haben wir hier aber trotzdem noch die Smart Doorbell, die heißt Buzz Low von Marmitek. Link auch auf jeden Fall dazu in der Videobeschreibung. Ja, an sich ein cooles Produkt. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal dieses Produkt ausprobieren und beziehungsweise ich werde erstmal dieses Produkt ausprobieren und mit denen gemeinsam testen. Also wir werden einmal hier aus ein Video machen. Marmitek hat auf jeden Fall einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten drunter. Und da könnt ihr auch mal schauen, wie die Erklärung von denen ist, ob das mit meinem übereinstimmt, ob das schwer oder einfach ist. Ja, macht euch eure eigene Meinung. Ich gehe aber davon aus, dass es so einfach sein wird wie hier. Link dazu zu dem Video, wo ich das erste Mal getestet habe, auch in der Videobeschreibung. Und fangen wir jetzt mal an, dieses Set auszupacken, einzurichten, auszuprobieren. Ich sage also, Perspektivwechsel ist angesagt. Ja, wir haben, wie gesagt, zwei Produkte bekommen. Das ist einmal die Bell Me in Black. Die gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Und wir schauen uns jetzt erstmal von diesem Produkt die Verpackung an. Und zwar ist das die Wireless-Klingel der Buzz Low. Wird einmal mit Batterie betrieben. Aber Überraschung ist auch mit USB oder beziehungsweise Micro-USB-Anschluss. Arbeitet natürlich mit der Buzz Low. Das ist diese Klingel hier. Dazu kommen wir aber gleich. Und die Smart Me App, die wir dafür benötigen, bekommt den Google Play Store und Apple App Store. Ja, hier haben wir unter anderem Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch und auch Deutsch. Ich lese es euch mal kurz als Deutsche hier vor. Funktioniert ausschließlich mit dem Buzz Low, mit der Videotürklingel, Plug-and-Play-Gateway oder Software nicht erforderlich, drahtlose High-Frequency-Verbindung mit Buzz Low, batteriebetrieben, 3x AA, nicht im Lieferumfang enthalten, kann an beliebigen Stellen im Haus platziert werden, verbinden Sie mehrere Bell Me Gongs mit einer Buzz Low Videotürklingel, verbinden Sie mehrere Buzz Low Videotürklingel mit einem Bell Me Gong. Also ist das schön erweiterbar, energiesparend, Plug and Play erweiterbar und ja, kontrollbar von irgendwo. Frequenz ist 433 MHz, bis zu 80 Meter in Sichtweite. Ja, Lautstärke kann man in 4 Schritten regeln. Übrigens kann man da auch mehrere Klingeltöne einstellen, also verschiedene Micro-USB und 3x AA und 75x75x30 mm sind die Maße. Ja, ich habe schon mal geöffnet, aber für euch mache ich das gerne nochmal. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal gemeinsam an. Ich habe ja bereits auch ein anderes Video mit dem Produkt gemacht, weil ich das, ja, weil da ist halt die Anfrage ziemlich groß an diesem Produkt, habe ich gemerkt, weil es nicht, ja, so oft aufzufinden ist, diese Art von Produkt. Hier haben wir einmal die Klingel. Natürlich sind hier noch Batterien enthalten, beziehungsweise schon eingelegt.
ne, 3x AA Batterien, so wie es sein soll. Wir haben hier auf der Seite den Micro-USB-Anschluss. Hier haben wir zwei kleine LEDs verbaut. Hier ist halt die Lautsprecheröffnung und dann haben wir hier drei Tasten. Einmal, da ist so eine Musiknote drauf. Das blende ich euch mal als Foto ein. In der Mitte haben wir halt für die Lautstärke-Einstellung und ganz rechts, das ist so ein Zahnrad, das ist zum Einstellen. Schönes Teil. Wir werden da jetzt einfach mal drauf drücken. Ihr seht schon, ziemlich laut. Ne? Also auch mehrere Klingeltöne. Lautstärke passen wir in der Mitte an, vier verschiedene Stufen, wie gesagt, und das ist schon mal von Marmitek das Produkt, eine Wireless-Klingel oder ein Wireless-Gong, könnte man dazu sagen. Natürlich haben wir hier noch eine Anleitung, Schritt für Schritt, dann was es noch für weitere Produkte gibt, also da gibt es allerhand. Ein kleiner Sticker, dass hier auch eine Videoüberwachung stattfindet, ist auch dabei, ja, und halt so der übliche Papierkram und eine Anleitung zur Einrichtung dieses Sets. Auch auf Deutsch, auch ziemlich einfach gehalten. Habe ich mir selber durchlesen müssen, weil ich das jetzt am Anfang nicht verstanden habe, wie man das Ganze einrichtet. An sich aber total einfach, wenn man da einmal hintergestiegen ist. Aber das machen wir jetzt zusammen. Das Ganze legen wir uns jetzt erstmal an die Seite. Das holen wir gleich, nachdem wir die Klingel geöffnet und begutachtet haben und eingerichtet haben, holen wir das wieder hervor. Und jetzt kommen wir einmal zur Box der Klingel. Da ist der Bass Low, das ist eine Wi-Fi Smart Video Doorbell Kamera mit 1080p Bewegungserkennung und dass man darüber reden kann. Connect mit, also man kann das mit allen möglichen Geräten mit der Marmitek Smart Me App verbinden. Also die Smart Me App ist die App von Marmitek, arbeitet mit einer existierenden Türklingel. Und ist erweiterbar mit der Bellmi, also mit der kleinen. Das heißt, ihr könnt die Leitungen einer vorhandenen Klingel bereits verwenden, aber dafür braucht man gewisse Anforderungen. Dazu kommen wir aber gleich. Auf der Rückseite haben wir wieder einen Text, auch wieder in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Und dort steht enthalten, erhalten Sie über die SmartMe-App Benachrichtigungen auf Ihren Smartphone. Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon für Zwei-Wege-Kommunikation wie eine Gegensprechanlage. Gateway oder Software werden nicht benötigt. Funktioniert auch mit einer bestehenden Türklingel. Ändern Sie den Betrachtungswinkel mit der mitgelieferten Wandhalterung. Verwenden Sie die Videotürklingel, um andere SmartMe-Produkte zu aktivieren. Erstellen Sie Screenshots oder Live-Videos und speichern Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Videos können auch auf einer SD-Karte gespeichert werden, die es nicht im Lieferumfang enthalten. Kann zu mehreren drahtlosen Gongs von Bellmi hinzugefügt werden. Diese sind separat erhältlich. Okay, dann haben wir hier noch die ganzen technischen Details. Energiesparend, erweiterbar, kontrollbar von überall. 1080p Full HD mit einem 145 Grad Betrachtungswinkel. H264 Videocodec, 32 Kilobit und bis ungefähr 2 Mbit an, was ist das, Bandbreite. Infrarot, Nachtsicht bis zu 5 Meter, Zwei-Wege-Kommunikation, IP44, wasserfest, bis zu 128 GB Micro-SD-Speicher oder SD-Speicherkarte kann verarbeitet werden, ist aber nicht dabei. Wi-Fi 2,4 GHz, 8 bis 16 Volt AC, also Wechselstrom und 50 Hertz, Adapter ist nicht dabei und Standby, Stromverbrauch 0,5 Watt. Und die Betriebstemperatur ist von minus 20 bis plus 50 Grad. Und die Dimension 115 x 45 x 28, also auch ziemlich klein und kompakt. Enthalten ist die Videotürklingel, das Wandbefestigungsmaterial, ein Verbindungskit. Da frage ich mich, was ist das? Und ein Quick Guide, also eine Schnellanleitung. Wir werden jetzt erstmal das Paket öffnen und dann schauen wir mal nach, was da so genau drin ist. Ja, um das Paket zu öffnen, haben wir hier auf beiden Seiten einmal einfach so Klebesticker. Das ist so üblich. Und dann klappen wir das hier einfach so hoch. Öffnen hier den Pappdeckel. Und haben hier wohl zwei Schachteln drin. Einfach auf den Kopf damit. Da ist nichts weiter drin. An die Seite damit und dann haben wir hier zwei Schachteln. Hier sehen wir schon, hier ist schon die Klingel, die kommt uns schon entgegengeflogen. Mega, macht sich selbstständig.
kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, die Konstruktion. Ich mache ja viel mit Smart Home Videos und das ähnelt mir sehr einer anderen Klingel, die ich bereits mal getestet habe. WLAN BGN, okay, 802.11bgn, 2,4 GHz, 8 bis 16 Volt Gleichstrom, IP54 von Marmitec. Ja, okay, ich lege das mal an die Seite. Jetzt schauen wir erstmal nach, was wir da für Befestigungsmaterial noch mit dabei haben. Schachtel können wir hier aufmachen. Hier finden wir diesmal nur Papier, eine Anleitung und zwar mal schauen, ob das auch auf Deutsch ist. Hier haben wir wieder den Sticker mit dabei, auch sehr schön. Da haben wir hier Englisch, Niederländisch und hier haben wir auch Deutsch. Scheint wohl eine identische Anleitung zu sein wie auch hier. Ja, auf den ersten Blick sieht das identisch aus. Dann haben wir hier, was ist das? Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch ist hier, da ist Garantie. Ja, das ist so alles über Garantie und Urheberrechte und sonstiges. Also Informationen, die halt üblich sind bei solchen Produkten. Und ja, Marmitec hat natürlich auch mehr Produkte. Und natürlich Lichter, Sensoren, Stecker und Kameras. Ganz cool. Da solltet ihr mal vorbeischauen. Aber erstmal müssen wir uns noch mit der Einrichtung und dem Unboxing beschäftigen. Schauen wir mal hier in der zweiten Schachtel. Ja, hier finden wir etwas zum Anschließen. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Das kann ich euch noch nicht sagen. Das ist ein Buslow Marmitec Connection. Also das ist ein spezielles Verbindungsstück. Werden wir gleich mal herausfinden, was das ist. Und hier haben wir noch so allerhand Zubehör. Werden das jetzt einfach mal hier aufschneiden. Wir haben eigentlich so alles dabei, was ihr benötigen könntet, um eure Klingel anzuschließen. Hier haben wir eine Montageplatte. Die benötigen wir ja, um die Klingel an die Wand zu schrauben. Ihr könnt die Klingel dann einmal nach dort montieren oder dieses Rückteil auch für die andere Richtung montieren und verwenden. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Hier sind so Verbindungsstücke zum Anklemmen, wenn ihr schon eine bereits vorhandene Klingelanlage habt. Und das ist halt alles für die Stromversorgung. Wie ihr das genau anklemmt an einer vorhandenen Installation, da gibt es einen schönen Videolink zu. Schaut das Video hier erstmal bis zum Ende, um euch erstmal die ganze Inspiration zu holen. Und die Links dazu sind natürlich auch in der Videobeschreibung, weil Marmitec hat dazu auch ein tolles Video gemacht, wie ihr das ziemlich einfach an einer vorhandenen Installation installieren könnt. Wir haben hier noch zum Verschließen von der Schraube hier unten natürlich das Zubehör dabei. Passenden Schrauben sind dafür enthalten. Ja, das sieht aus wie eine SIM-Nadel hier von irgendwelchen Smartphones. Das ist aber dafür gedacht, um an der Klingel hier auf der Unterseite, das ist ein ganz kleines Loch, da können wir den Reset-Taster betätigen. Da ist ein Reset-Knopf drin. Hier haben wir den Micro-USB-Anschluss und hier haben wir einen Micro-SD-Karten-Slot. Die zwei Schrauben hier sind auch für die Stromversorgung gedacht, wenn wir schon mal dabei sind. Montagematerial für die Platte. Also Dübel und Schrauben finde ich auch schon mal okay. Dann haben wir hier noch mal Klebepads. Das wird wahrscheinlich hierfür sein. Ich frage mich nur, wofür ist das? Das scheint. Ach so, ich weiß jetzt, wofür das ist. Dieses Kit ist dafür da, um ein Gong-Signal zu produzieren, damit ihr dieses Ding weiterleiten könnt, das Signal, wenn ihr schon einen vorhandenen Gong verwenden möchtet. Also ihr könnt auch einen vorhandenen Gong verwenden. Das ist schon mal richtig cool. Jetzt ist mir das alles hier, nachdem ich in die Anleitung geguckt habe, aufgefallen. Und wir sehen jetzt hier, das ist von 8 bis 16 Volt und 1 Ampere. Jetzt schaue ich mal kurz nach, ob ich das passende Netzteil zufällig hier habe, um das Gerät anzuschließen. Zufällig habe ich das passende Netzteil mit passenden Anschlüssen aus einem anderen Set eines anderen Herstellers mir ausborgen können. Ich werde jetzt hier die beiden Schrauben lösen. Ich empfehle euch hier auf jeden Fall einen magnetischen Schraubendreher zu verwenden, weil ja, ist halt einfacher, ne? Dann habe ich ja hier meine zwei Laschen, dann verbinde ich das mal eben. Natürlich müsstet ihr bei euch darauf achten, wenn ihr ebenfalls so ein Netzteil verwendet, dass ihr die Kabel nach unten herausgehen lässt, weil das Gehäuse bzw. die Montageplatte hat unten eine Kabelöffnung. Dort könntet ihr dann eure beiden Leitungen auswählen.
werfen bzw. rausführen und das macht das Ganze so ein bisschen einfacher. So, jetzt haben wir das hier einmal verschraubt und jetzt werden wir gleich im nächsten Schritt die Folie entfernen, beide Folien, damit dort die möglicherweise vorhandene Infrarot-LED auch was sieht, wenn wir das später ausprobieren und die Linse natürlich unseren QR-Code an der App erkennen kann. Der nächste Schritt ist jetzt auch erstmal, dass wir die Smart Me App herunterladen. Wie das funktioniert, ja, das zeige ich euch mal eben. Ist schnell erledigt. Ihr benötigt dafür auf jeden Fall einen E-Mail-Account. Ihr könnt auch schon mal schauen, wie euer WLAN-Passwort heißt, inklusive Groß- und Kleinschreibung und wie euer Account genau geschrieben wird, weil das benötigen wir gleich. Jetzt hole ich erstmal mein Smartphone. Ja, die Klingel habe ich jetzt gerade schon mal in die Steckdose eingesteckt. Die beiden Folien werden wir mal entfernen. Ach, hier ist die andere. Und dann haben wir schon den üblichen Ton. Es fängt an zu blinken, fährt gerade hoch. In der Zwischenzeit werden wir jetzt einfach mal hier am Smartphone die Aufnahme starten. Ich habe den Google Play Store geöffnet, habe oben Smart Me eingegeben und dann sehe ich hier von Marmitek die Smart Me App. Und ja, die installiere ich jetzt erstmal auf meinen Smartphone. Kontodetails, das überspringe ich natürlich. Und jetzt wird die App heruntergeladen. Das Ganze dauert ein bisschen und die App wird jetzt gerade installiert. Jetzt öffnen wir die App. So sieht die aus. Und wir müssen jetzt erstmal ein neues Konto anlegen, weil ich kein bestehendes besitze. Dazu gehe ich auf das neue Konto, stimme den Bedingungen hier natürlich zu, wähle mein Land aus und gebe dann hier meine E-Mail-Adresse ein. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingegeben habt, dann geht ihr einfach auf Bestätigungscode abrufen. Das Häkchen, was da in diesem Kasten sein muss, das muss auch gesetzt sein. Und wir tippen jetzt hier drauf. Und jetzt bekommen wir in unseren Mails einen Bestätigungscode zugeschickt. Den müssen wir natürlich abtippen. Haben wir hier den Bestätigungscode. Und jetzt können wir ein Passwort festlegen. Verwenden Sie 6 bis 20 Zeichen mit einer Mischung aus Buchstaben und Zahlen. Also nichts mit Groß- und Kleinschreibung. Ich lege mal mein Passwort fest. Und wenn ihr euer Passwort festgelegt habt, einfach auf Fertig drücken. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, ist da auch so eine Wimper mit so einem Auge. Und ich habe das jetzt fertig. Und dann sind wir jetzt schon in der App. Jetzt bekommen wir hier eine kleine Einweisung. Hier oben rechts mit dem Plus können wir ein Gerät hinzufügen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Da sehen wir schon allerhand Produkte von Marmitek, Powerladen, Kameras, Sensoren und wir besitzen diesmal die Türklingel, tippen dieses Produkt an und ja, da müssen wir dann halt, hier stehen so Hinweise, dass wir das nicht auf die Straße richten dürfen und den öffentlichen Raum, sondern auch nur unsere private bzw. privates Grundstück etc. Alles halt nach den Gesetzen und Verpflichtungen der Datenschutzgrundverordnung. Hier steht jetzt auch, dass wir den Strom anschalten sollen. Das ist natürlich für die Anleitung von Marmitek vorgesehen. Ich habe ja mein Netzteil und dann können wir das Ganze einmal überspringen. Das ist auf jeden Fall schon mal am Blinken. Jetzt müssen wir den Zugriff des Standorts zulassen. Oben habt ihr euer WLAN und unten gebt ihr das Passwort von eurem WLAN ein. Groß- und Kleinschreibung beachten, auch Symbole sind erlaubt. Und es funktioniert nur mit 2,4 GHz WLAN. Ihr könnt es so versuchen, wenn ihr ein paralleles 5 GHz Signal aktiviert habt. Sollte es nicht funktionieren, müsst ihr das 5 GHz Signal während der Einrichtung kurz abschalten. Danach könnt ihr es wieder aktivieren. Ich gebe mal eben mein WLAN-Passwort ein und danach drücke ich dann einfach auf Weiter. So, dann sehen wir im nächsten Schritt einen QR-Code. Den müssen wir hier vor die Linse halten. Da müssen wir darauf achten, dass jetzt hier auch keine Reflexion auf der Linse oder auf dem Bildschirm entstehen. Und dann, ja, leuchtet das blau. Wir müssen hier einmal bestätigen, dass wir den Ton gehört haben. Wie das immer so ist, jetzt wird das Ganze gesucht und verbunden mit der Cloud. Weil Marmitek hat ja eine Einrichtungscloud. Das hat eigentlich soweit jeder Anbieter. Wir können auf das Stiftsymbol drücken und können dem Ganzen einen Namen geben. Ich belasse das aber soweit und gehe jetzt einfach oben rechts auf das Fertig. Und jetzt können wir einmal den Benachrichtigungstest machen. Prüfen. Autostart. Batterieverbrauch. Das hat was damit zu tun, dass ihr auch wirklich eure Benachrichtigung aufs Smartphone bekommt, wenn da einer klingelt. Neue Firmware ist ebenfalls gefunden worden. Gut, installieren wir eben. Ganz wichtig bei diesem Schritt ist, schaltet das Gerät einfach nicht aus. Lasst es, wie es ist. Sonst könnt ihr es zerstören. Das ist auch kein Garantiefall. Und dann
Aktualisierung starten. Das Ganze dauert einen Moment. Das ist jetzt aktuell die Version 5.0.7. Geht relativ zügig, habe ich den Eindruck. Wird heruntergeladen. Dauert einen kleinen Moment. Wenn das fertig ist, sollte es eigentlich aufhören zu blinken. Theoretisch dürften wir die App beenden. Das läuft alles vollautomatisch. Aber in diesem Fall lassen wir das einfach an. Müssen wir kurz warten. Fehlerkorrektur und Leistungsverbesserung sind in dieser neuen Version enthalten. Und dann können wir gleich einmal schon mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Da werden wir diese Klingel gleich einmal ein bisschen betätigen. Jetzt sehen wir, startet neu. Es leuchtet das Ganze rot. Die Firmware ist sozusagen das Steuerungssystem von dieser Klingel. Das ist wichtig, damit die Klingel überhaupt arbeiten kann. Ohne das oder mit einem kaputten System, wenn ihr jetzt den Stecker ziehen würdet, wäre das Ganze vermurkst und dann wird das nicht mehr funktionieren. Jetzt fährt die neu hoch und jetzt gleich sollte das wieder konstant blau leuchten. Richtig, alles erfolgreich abgeschlossen. Wir bekommen auch die Meldung aufs Smartphone und ihr seht jetzt da oben, da ist die Kamera. Und wir können jetzt hier in dieser Oberfläche einiges machen. Wir können jetzt hier einfach ein Vollbild erzeugen. Dann seht ihr da oben die Kamera als Vollbild. Wir können hier auf das HD-Symbol tippen. Wir können auch SD auswählen. Wenn ihr so ein bisschen schlechtere Internetverbindung habt, kann es sein, dass es möglicherweise dadurch besser funktioniert. Wir können ein Foto machen. Das wird dann direkt aufs Smartphone gespeichert. Wir können auch darüber raus. Also wir können darüber sprechen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Das ist natürlich das Ergebnis, wenn man das macht. Wir können auch ein Video produzieren. Aber hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja. Auf jeden Fall hört man da immer noch alles. Ist wohl normal. So, und dann haben wir hier oben drei Punkte. Und dann können wir hier die Videokamera eine Abbildung verändern. Wir können ein Foto machen von der Kamera. Dann können wir die einfach hier so mal fotografieren. Und das können wir dann halt als Profilbild zugeschnitten möglicherweise. Genau. Können wir das so verwenden? Wissen wir dann ganz genau, was das ist. Können auch einen Standort bestimmen. Können wir natürlich alles festlegen. Coole Sache. Information des Geräts. Da finden wir dann ja unseren Account, die IP-Adresse, die Geräte-ID, die Zeitzone und wie stark das WLAN-Signal ist. Einstellungen der Grundfunktion. Da haben wir die Statusanzeige. Dann geht einfach das Licht aus. Dann leuchtet das nicht. Bildschirmspiegeln. Das ist wahrscheinlich, wenn das über Kopf montiert ist, aber ist in diesem Fall ja gar nicht notwendig. Das Zeitwasserzeichen, das ist hier Datum und Uhrzeit, was wir hier oben links sehen. Und dann haben wir noch hier die Möglichkeit, Infrarot ein- und auszuschalten. Das ist die Nachtsicht, da ist es aus, da ist es eingeschaltet. Dann sehen wir hier eine kleine rote LED leuchten. Ich weiß nicht, ob wir das im Video so toll sehen. Und das Ganze können wir dann auch wieder auf automatisch stellen. Die sollte dann noch hier im Moment wieder ausgehen. Darunter sehen wir ist auch das kleine Mikrofon, ganz interessant, den Türklingelton, da können wir die Lautstärke anpassen, wenn wir da jetzt drauf drücken, ach schaut mal, ich kriege da direkt auch ein Bild drauf, hallo, hallo, ja da kommt der Ton noch raus, habe ich jetzt auch ziemlich leise gemacht alles, und dann können wir hier wieder auflegen oder wir können hier auflegen, dann können wir auch den Ton ein bisschen lauter machen, da kommt direkt die Verbindung. Also nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als das andere Produkt, was ich letztes Mal getestet habe aus den Discounter. Klingeleinrichtung, Klingelauswahl, vorhandene Türklingel ein und aus. Okay, dafür wäre dieses Modul dann hinterher zuständig. Es gibt dann einfach den Strom wohl weiter. Dann haben wir hier IP-Video-Stream. Das heißt, wir können sogar über einen RTSP-Stream diese Kamera auch zum Beispiel mit VLC-Player oder sonstiges. Das ist schon geil. Wir können das Passwort ändern. Wir sehen hier die lokale IP-Adresse. Mega. VAS, das scheint eine Video-Cloud zu sein. Die können wir hier ebenfalls buchen und abonnieren. In diesem Fall funktioniert es sogar. Dann können wir hier drauf gehen und ein Abo abschließen. Dann werden unsere Aufnahmen in einer Cloud gespeichert, für 14 Tage abrufbar. Dieser Service ist 30 Tage gültig und 30 Tage kosten 3,99 €. Und wenn ich jetzt hier so ein Premium-Paket für 89,99 € nehme, dann ist das Video 30 Tage abrufbar und das läuft das ganze Jahr über. Ist eigentlich schon ein Schnäppchen, ist jetzt nicht ganz so teuer.
Ganz interessant, aber wir können auch noch eine Micro-SD-Karte einsetzen, dazu komme ich später, das probieren wir natürlich auch nochmal aus. Wir können jetzt das Gerät mit anderen Nutzern teilen. Wie das funktioniert, scheint mir ähnlich zu sein zu der Tuya-App. Der andere Nutzer braucht ebenfalls einen eigenen Account in der App. Ihr gebt dann einfach hier die E-Mail-Adresse, na, ihr müsst natürlich erst den Standort auswählen, ist klar, die E-Mail-Adresse von dem anderen Account des Nutzers, dann wird das Ganze bestätigt, verbunden und dann könnt ihr das auch wieder herausnehmen, wenn ihr die Teilnahme in dem einzelnen Gerät wieder zurückzieht. Die Firmware-Info haben wir da. Ja, Feedback, das ist, wenn ihr Bugs feststellt, dann könnt ihr hier diese Bugs auch, ja, wie soll ich sagen, übermitteln und beschreiben, damit diese behoben werden. An sich ein cooles Teil. Die Verzögerung hält sich auch in Grenzen. Finde ich soweit ganz gut. Jetzt haben wir ja noch die Bellmi, das ist ja die Klingel dazu. Wir haben jetzt hier dieses Zahnrad, wenn ich da drauf drücke, leuchtet dann hier in dem Moment eine LED rot. Einmal ganz kurz. Und dann ist das direkt gekoppelt. Total einfach. Ja, da hier ist der Vorteil, davon könnt ihr ja mehrere verwenden und die dann auch in eurem Haus verteilen, sodass ihr auch wirklich immer mitbekommt, wenn der Paketbote klingelt, nicht, dass der da wegrennt. Finde ich cool. Jetzt möchte ich einmal wissen, mit der Micro-SD-Karte, wie das Ganze funktioniert. Ja, um die Speicherkarte einzusetzen, müssen wir natürlich das Gerät einmal umdrehen. Wir haben hier die Speicherkarten. Ja, ist einmal falsch rum. Dann müssen wir mit der Schrift wohl nach oben und die Goldkontakte nach unten die Speicherkarte einsetzen, bis es Klick macht. Ist die Speicherkarte eingesetzt. Und jetzt schauen wir mal kurz in der App, wie das Ganze funktioniert. Also ich bin beeindruckt, das Gerät ist echt toll, also mir gefällt das. Jetzt haben wir hier ja wieder unsere Türklingel und dann haben wir ja wieder die drei Punkte hier oben und jetzt haben wir Einstellungen der Speicherkarte und da sehen wir Gesamtkapazität, ja alles vorhanden, Zeitplan, Aufnahmemodus, kontinuierlich, Restkapazität, Zeitplan, was können wir hier machen? Können wir wahrscheinlich einstellen. Aufzeichnung auf SD-Karte, okay, bestimmte Uhrzeiten können wir dann auch einstellen, dass dort aufgenommen wird. Ist für nachts interessant, wenn da irgendwelche dubiosen Gestalten vor der Tür immer rumlungern, vermutlich, dann könnte man das aufzeichnen. Und Speicherkarte formatieren, ja, müssen wir unten auf einen Text tippen, bestätigen das einmal. Und dann werden wir kurz einen Clip aufnehmen mit der Speicherkarte. Das dauert jetzt ein bisschen, die Speicherkarte scheint wohl nicht die beste zu sein, die ich da gefunden habe. Es ist aber eine Klasse 10, das ist ganz wichtig und ich glaube bis 128 GB ist auch hier bei diesem Modell möglich und das Ganze glaube ich in FAT 32. So, Formatierung erfolgreich, verwendet 0 GB. Alles klar. Jetzt gucken wir mal, ob eine Bewegung erkannt wird. Das müsste der ja theoretisch aufnehmen. Da haben wir ja hier, wenn wir auf das Pfeil-Symbol drücken, haben wir ja noch mehr zur Auswahl. Da haben wir einmal das Farbthema, da können wir auch den Dark Mode aktivieren. Die Bewegungserkennung können wir hier einstellen. Bewegung erkannt. Jetzt wird hier eigentlich ein Video aufgezeichnet. In 1080p Full HD, Aktivitätsbereich. Den können wir auch anpassen, den Aktivitätsbereich. Also da, wo was passieren soll, eine Aufnahme stattfinden soll. Echt ganz cool. Die Empfindlichkeit können wir anpassen. Die Bewegungserkennung allgemein anschalten und ausschalten und darüber auch noch einen Zeitplan erstellen. Ist schon ganz cool. Eigentlich müsste ja jetzt hier auch so langsam ein Video erzeugt sein. Leider noch nicht. Wir werden jetzt manuell einmal aufnehmen. Ich denke mal schon, dass das funktioniert, aber ich bin halt so ungeduldig. So ein Video möchte man ja jetzt auch nicht wirklich lang machen. Jetzt zeichnen wir das Ganze einmal auf. Bewegung ist natürlich erkannt, wenn ich so weiter weg bin. Und dann sage ich einmal Hallo in die Kamera. Hallo, hallo, hallo. Okay. Und dann beenden wir die Aufzeichnung. Und dann können wir die Galerie betreten. Und dann sehen wir hier schon unsere Aufzeichnung. Jetzt zeichnen wir das Ganze einmal auf. Bewegung ist natürlich erkannt, wenn ich so weiter weg bin. Und dann sage ich einmal Hallo in die Kamera. Hallo, hallo, hallo. Ja, das können wir auch dann teilen, wohl auch herunterladen und sonstiges.
Was passiert, wenn wir länger draufdrücken? Gar nichts, aber wir können auch die Speicherkarte herausnehmen und dann sehen wir eigentlich, was abgeht, wenn wir nicht zu Hause sind. An sich ein cooles Teil. Jetzt haben wir hier noch Eigenschaften. Da sehen wir jetzt leider nichts. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video hierüber gefallen. Ich kann es kaum glauben. Also das ist echt mega interessant. Wir drücken hier drauf. Könnt ihr irgendwo im Haus platzieren und endlich erweitern. Das finde ich schon cool. Ihr könnt auch zwei Klingeln an diesem Teil anschließen. Auch interessant. Also ich bin da echt begeistert von. Gefällt mir. Das ist auch so meine persönliche Meinung. Ja. Wenn dir das auch gefallen hat, das Video, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Wenn du keins meiner Videos verpassen möchtest, dann kannst du gerne kostenlos abonnieren. Und vielleicht aktivierst du noch die Glocke dazu und dann erfährst du immer mit einer Benachrichtigung, wenn eines meiner Videos online gegangen ist. Und ich danke fürs Einschalten. Ciao, euer Björn.